Wie meinst du das? Ich finde, sie hat sich in letzter Zeit verändert. Ich glaube, ihr Gesicht ist insgesamt härter geworden. Ja. Hat einen härteren Ausdruck angenommen, das ist es. Eine innere Verhärtung. Ja. Das nennst du eine kleine Veränderung. Ja, ja. Wenn eure Tochter sich innerlich verhärtet. Ja, nichts, was man melden muss, jedenfalls. Hatten wir gedacht, na ich. Ich habe ein 12-jähriges Mädchen gesehen, das vor der Kirche Tauben gefüttert hat. Ich habe einen 11-jährigen Jungen gesehen, der den Schließfächer im Schwimmbad nach vergessenen Münzen gesucht hat. Das stimmt schon, diese Dinge passieren, aber... Ich habe ein 10-jähriges Mädchen gesehen, das zwischen zwei Straßenpollern an der Absperrung eine Gummilinse geschwammt hat. Ich habe ein 8-jähriges Mädchen gesehen, das im Sandkasten seine Puppe vergraben hat. Aber das sind ganz andere Fälle. Wie lange hatte ich denn vorzuwarten, ehe ihr etwas unternehmt? Das Erlebnis hat uns zusammengeschweißt. Es war ein sehr starkes Gefühl. Aber ich habe mich auch schwach gefühlt. Ausgeliefert. Am Anfang schon, aber dann war es wie eine Welle. Ruhige Schläge. Konzentrierte Tritte. Auf die Rippen. Auf die Hände. Auf ein abgewandtes Gesicht. Wir hätten sie töten können. Also man sieht nichts mehr. Aber sie hat trotzdem hingeschaut. Als wüsste sie... Als wäre sie nur deshalb hereingekommen. Als hätte sie... Ja! Ein paar Tage nach dieser Annäherung in das Wasser. Denn die Flüssigkeit begann in meiner Hand Haare zu wachsen. Wir sollten mit ihr reden. So redest du mit ihr. Was soll ich ihr sagen? Wir haben gesehen, was du auf dem Parkplatz gemacht hast. Wir haben gesehen, dass du ein Paket unter dem Arm hattest. Ein grünes Paket. Was war in dem Paket?